Junge. Ah, ist das so schön, das Haus. So, Delle, herzlich willkommen zum Farmvlog Nummer 9. Jetzt ist Mittwoch. Montag und Dienstag habe ich der Halle was rumbestelt. Der Klaus und seine waren im Skifahren. Und dann habe ich halt gedacht. Ich will das Skifahren noch erwähnen. Ja, gut, der Klaus, Klaus ist nur im Hotel rumgammelt, hat sich massieren lassen. Nein, der war Skifahren, so. Genau. Und ja, jetzt stehen wir hier wieder bei der Rinder. Sehen wir nochmal unser Tor. Und das ist, sind die Überreste von dem Balger, wo da hinterm Tor drin war. So. Da haben wir die Viecher noch glubschen. Da haben wir jetzt so ein, ja, so eine Windleise noch geschraubt und der Beto, dass man dann den Dealer einstellen kann. Jetzt haben wir gerade hier noch eine Verstärkung an den Dealer anbringen, dass der nicht so leicht ausgedrückt wird. Das war halt da und zu kurz. Sonst so ein Balgendealer mit 6 cm Stärke hätte auch Leute gelangt. Aber jetzt machen wir so. Dann wird es auch heben, hoffentlich. So. Jetzt noch ein bisschen Löchle bohren. Ist das Mitte, ja? Also, das ist noch warm. Ja. Also, 1,40 m. Klaus, ich bin perfekt, oder? Ja, stimmt, 1 cm. Ja, das ist dann okay. Ja, ne. Super, wir drehen ja nochmal. So, Dele. Gestern Mittag waren wir im Bingert. Da müssen wir auch gerade alle Welt sein, was da vorangeht. Jetzt ist so, brauche ich Stroh. Da haben wir mit der Zange, weißt du, ich habe es euch bloß gesagt und gezeigt, dass wir die Siloballe runtergesetzt haben.
So, Milchstreuer abgehängt, weil am Wochenende der Schlepper für einen Umzug zum Helfer gebraucht wird. Und ja. Und das Wetter sieht jetzt aus, dass wir Mist fahren könnten. Höchstens vielleicht mal grober, wenn man ein bisschen vorstehe. Mal gucken. So, jetzt zu diesem Kandidat. Ah, ist das so schön, das sauber. Ich hab da wieder was. Ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Sachen gebastelt. Vorhin daheim das eine schon mal gesehen, was ich gebastelt habe. Jetzt das andere. Ich habe hier so eine Schiene noch geschraubt. Ach so, Windeleisele, weil ich das absolut hasse, wenn hier irgendwas, ich hasse es eh allgemein, wenn was hinterm Sitz oder näher dran liegt. Hinterm Sitz habe ich eigentlich bloß, kann man schon gucken, mein Verbandskasten und also ein Kamerahalter gedöhnt, wo ich mal nachgeschmissen habe und mal zum Probieren gekauft habe. Und ein paar Lumber zum halt irgendwie mal Hände abputzen oder mal Scheibe abreiben, wenn irgendwas ist. So, das langt auch. Theoretisch könnte ich jetzt mal. So, jetzt muss ich es wieder essen. Hier mein Wanddreieck, was da drinnen nicht arg überlädt oder gut aussieht. Das kann ich dann zu dem Makita Kameralicht. Ja, hier, zack. So, das kann ich jetzt dann natürlich da näher den Sitz nachlegen. So. Dann kann das nur so hin und her rutschen, nicht so nerven. Aber nicht mehr vorne rausrutschen, weil, ja. Das ist halt aufgeräumt. Die Spanzkasche passt hier auch rein, aber ich habe Angst, dass wenn dann der Sitz runterfedert, dass dann irgendwas zerdrückt wird oder. Oder ja, dass er hegert. So, das will ich nicht. Eigentlich ist es so Verbandskasten, weiß ich gar nicht, aber Wanddreieck hat ja. Und Wannweste. Halt mal. So, dass ihr das auch mitkriegt. Scheibuch habe ich hier am Sitz drin. Seht ihr das? Ich blick's gerade nicht. Doch, so. Weil es ist nie verkehrt, so Sachen zu haben. Weil, wie gesagt, das kostet viel Geld, so ein Verbandskasten, so ganz billig einfaches Wanddreieck ist schon nicht groß, das kostet auch nicht viel. Und Wannweste kriegst du auch überall geschenkt, auch wenn du das willst. Und dafür, was kosten die auf Amazon 2 Euro? Weil das die drei Sachen, die man eigentlich dabei haben sollte, weil wenn irgendwas passiert, wirst du bloß gestraft, wenn du es nicht hast. Und wie gesagt, Verbandskasten ist in der Regel für dich selber, irgendwo schlagst du den Griffel noch. Reißt dann Hautfetzen weg, bei Maschine anhängen, auf dem Acker draußen, beim Abschraube wechseln, klemmst irgendwas rein, irgendwas halt. Und dann kannst du immerhin, wenn es wirklich blutet wie Sau, Verbandskasten nehmen. Das ist für dich, nicht für jemand anders. Außer man kommt wohin, ist immer gut, wenn man was hat zum Helfen. So, oder zum Unfallstelle absichern, weiß der Geier. Irgendwas auf der Straße, keine Ahnung, Ladung verloren, kannst du am Dreieck nachstellen. Kommt immer gut, wenn die Polizei vor allem kommt. So. Jetzt geht's wieder besser. Ach nee, weißt du was? Die Minute habe ich noch. Wenn ich jetzt schon dabei bin, beim Zeige, was ich gebastelt habe, dann habe ich das hier für 400 und 700 Vario, also für unsere Schlepper halt. Vorher war hier so ein komisches Holzbrett dran. Das ist jetzt auch so ein Holzbrett, so eine Schaltafel. Aber das ist schon einiges schöner wie das helle Holzbrett, was da vorher dran war. Fällt auf jeden Fall so auf. Hier normale Zigarettenzünder, weil ich die Fans haben diese dünne, kleine drinne. Und das ist jetzt das normale, wo dann auch so ein Bluetooth-FM-Transmitter, keine Ahnung, wo ich halt reinstecke. Halt, ich habe ihn doch in der Tasche. Sowas. Plus der hier ist fehlerhaft. Muss ich wieder umtauschen. Weil sobald ich den einstecke, geht im Radio gar nichts. Das heißt, Sender, Radiosender gerade drin im Radio. Steckt das Ding rein, fängt es mit Rauschen an. Komisch. Und der andere, wo ich habe, funktioniert bei beide Schlepper, also liegt an diesem Teil hier. Gut, das war's. So, Delle, heute ist wieder eine große Umstellung angesagt. Das heißt, diese zwei Buchte da, der wir mal da an ein Strohlager rein. Dann nehmen wir drüber die Rindeln aus, aber versuchen ohne der Bulle. Das heißt, der Bulle muss im Stall bleiben, das wird ein bisschen heikel und schwierig. Die kommen dann daheim auf die Weide
Und dann können wir die dann auf die, also müssen wir halt dann die Herde auf, sagen wir mal, 5 aufteilen und dann hier reinsperren. Und dann später die aus der Strohbuch können, also Bullen rein. Ja, dass wir mal wieder Viech fahren können, weil ja oben im Stall hat der Rinderbereich bis auf die 2, wo jetzt nach oben sind, leer. Dass wir dann auch mal wieder Viecher hierher fahren können, dass wieder Platz im alten Stall ist, dass wir wieder auffüllen können, weil wir noch einen Haufen Kälber gerade. So sieht's aus. Tschangos! Jo, das ist jetzt unser Plan. Klingt kompliziert. Ha, nö. Das geht eigentlich. Das ist so, weil das Ding oben. Wir haben zwei Teile durchgelegt. Ach so, jetzt. Wir haben zwei Teile durchgelegt. Ja. Das müssen wir verteilen, genau. So. Ja, auf, bitte schieben. Komm mal hier auf. Sauber, einmal drei Junge. Wohlköpfe. Dass du dich wehren kannst. Gegen den Andi. Soll ich rein? Dann gehen wir rein. Kommt mit, kommt. Komm, ja, kommt, super. Komm, ja, super, auf, prima, ja. Kommt her, wunderbar, klasse. Alles gut, weiter mit. Achtung. Auf, kommt weiter. Weil ich weiß, wenn man die anguckt und überlegt, dass die zum Bulle sollen. Einer, zwei. Drei, fünf. Drei. Weg, weg, weg. Jetzt verschrecke ich, wenn sie dich sehen. Nee, da kippe ich dich tot, du. So, wie war's da drin, ne? Schön. Frau Mondi ist auf dem Baller dahinter. Guck, das ist gerade runter. Oh, Junge. Schön. Ach, schön. Runter. Ja, guck, der Baller hinter. Oh, Viecher. Spinner. Halt die Fresse! Oh, guck mal da! Gute Lande, na? Der war am Arsch. Du bleibst dahinter, Django, jawohl. Guck, jetzt ist Ruhe. Ein Rind und jetzt ist Ruhe. Halt vorangehen. So, ich hab gerade vorhin alle ein Bäser im Paket. Hat er dich auch gegriffen? So, die Rentler muss auf. Wir müssen Bulle duellieren ein bisschen. An die dich wird's heben. Nee, ich wollte nur gucken, was soll ich da machen. Und dann beim ersten Rentler war er ruhig, der Hummel. Hat nicht mehr ausgewählt. Gell hier? Mein großer Stall jetzt. Gräserie bei euch. Triebe. So, wie sieht's aus?
Scheiße. Andi bleibt doch drin. Nee. Na, ein Bulle. Achso, willst du auch einen Decker geben? Was kommt denn Dings raus, ein Centaurus? So. Jetzt haben wir drei. Ich habe jetzt gerade noch die zweite Mischung gemacht. Mit der Zusammenfuttermischung. Wie man sieht, ist noch was da. Aber so da oben haben die einiges weggefespert. Und dann laden wir nochmal 1,7 Tonnen ab. So, beim Mittag hat es euch recht gut funktioniert. Also besser als ich gedacht habe mit dem Bulle. Wenn man hier sieht, hier sind noch zwei Stück da. Dass man da wieder voll machen kann. Und wir unten halt alles wegen nachrücken können, dass wir die Kälber, seine Kälber heute ins Fressgitter einsperren können und so zeigst, dass einfach diese kleine Buchte, sind ja gerade alle randvoll, ja, einfach alle voll, dass es frische Kälber gibt, ist kein Platz gerade da. Gerade so da keine Kälber, was auch gut ist. So, das sitzt du eigentlich dort in Wingert. Die anderen sind schon vorgegangen. Ja, wie ihr das letzte Mal eigentlich schon gesehen habt, also einfach, ja, Schneider dämmer. Also der Klaus und Sanne den Vorschneider und du halt bloß Rute putzen, so. Das gleich große Chef machen. Ja, und jetzt ist eigentlich somit diese Woche auch schon wieder vorbei. Also, ja gut, sie war theoretisch eine normale Woche, aber nur kurz, weil ich von Mittwoch bis heute was gekrönt habe, so. Aber egal, es ist nicht immer viel Action. Aber egal, muss nicht immer viel Action sein, das ist ja wurscht. Da kehre ich noch ein bisschen nach. Das, wenn man sieht, das alles sind die ganze Taube rausgeschaut. Das heißt, bis daher war ich noch mal zu futtern und das alles sind die rausgeschafft. Was gibt es? Hä? So. Aber egal, muss nicht immer viel Action sein, das ist ja wurscht. Da kehre ich noch ein bisschen nach. Das, wenn man sieht, das alles sind die ganze Taube rausgeschaut. Das heißt, bis daher war ich noch mal zu futtern und das alles sind die rausgeschafft. Was gibt es? Hä? So. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ade.